Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Matrix Path of Neo. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt und hier natürlich ein kleines Hallo-Kurs. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Und falls ihr noch mehr Bock auf Games habt und so weiter, sofort Daumen da lassen. Ich bin extrem gespannt. Falls ihr überhaupt ein Game gezockt habt wie Matrix oder ähnliche Spiele, dann sehr gerne in die Kommentare und wir tauchen direkt rein in die Story. Das wird ein Spaß. Das Game ist unfassbar geil. Unfassbar faszinierend. Unfassbar alt, aber unfassbar geil gemacht. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja solche ultra geilen Spiele, die es jetzt heutzutage nicht mehr so krass gibt. Und wir sind in der Haut von Neo, dem Auserwählten. Falls ihr Matrix natürlich nicht geguckt habt, kann ich euch absolut empfehlen, Matrix um mich zu gucken. Übelst geiler Film. Zumindest die Trilogie. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Okay, gute Frage. Rechts oder links? Wir nehmen natürlich links, logischerweise. Die Wahl liegt bei dir, Neo. Los geht's, Morpheus. Hattest du schon einmal einen Traum, der dir vollkommen real erschien? Na, das sind wir. Das sieht doch unglaublich geil aus schon mal, oder? Ich habe mich auch schon mal eingeloggt, um mich natürlich mit dem Spiel etwas vertraut zu machen, hier an der Stelle. So sieht unser Freund aus. Oh, ein paar Agenten. Nee, stopp mal. Ein paar Bullen. Das sind keine Agenten. Nix da. Zack. Alter. Hardcore-Kick. Guck mal an, wie geil der aussieht. Genau wie im Film, ohne Witz. Der Move müsste vom Film sein. Oh, die haben Schüsse. Ein bisschen ausweichen und so. Nix da. Man kann halt auch so richtig geile Moves machen und so. Richtig geil. Nix da. Boah. Ciao mit V. So, jetzt können wir noch eine Waffe holen, natürlich, logischerweise. Das gibt's auch. Boah, richtig geil, ohne Scheiß. Jetzt haben wir zwei Waffen, oder? Das, was wir jetzt hier gerade auch erleben, ist eine Art Tutorial, liebe Freunde, falls ihr es nicht wisst. Nix da. Das ist das übel Geile dran, Leute. Ohne Scheiß, das Game macht richtig Bock. Richtig Laune, Leute. Zack, zack. Meinst du? Nix da. Wow. Habt ihr den... Alter, habt ihr den Skill gesehen? Junge. Krass. Oha, wir haben sogar... Wir haben auch unterschiedliche Waffen, das wollte ich auch noch kurz sagen. Wir können auch unterschiedliche Waffen aufheben und skillen und ändern und so. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade eine M4, glaube ich, irgendwie.
gehabt oder so auf dem Boden. Die würde ich sehr gerne nehmen. Ein Schritt und ich knall dich ab, mein Junge. Ja, das ist jetzt hier eine SWAT-Einheit, logischerweise. Ich drücke jetzt gerade übelst lang auf. Nix da. Ja, ist krass, wenn wir noch andere Gegner... Oh, shit. Das Spiel ist aus. Meinst du? Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Aua. Okay, die machen schon, also die sind heftig. Die sind heftig. Boah, krass, die sind schon ganz schön robust, die Leute hier. Ja, mal, wie halten die aus? Ist hier noch einer? Boah, wenn jetzt noch... Oh nein, ein Agent. Finden wir es also. Nur ein Mensch. Nur ein Agent. Nix da. Boah, Junge, wir kämpfen einfach gegen einen Agent oder was? Okay. Ah, wir sind tot. Du kannst den Weg des Meisters gehen. Das machen wir aber nicht, liebe Freunde. Wir werden auf einfach spielen, damit ihr euch nicht wundert, denn ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel, muss ich einfach mal sagen an der Stelle. Aber noch einmal, falls ihr hier natürlich irgendwie Matrix auf irgendeine Weise gespielt habt oder so, oder welche Games ihr noch gespielt habt, ich habe übrigens auch Enter the Matrix auch gespielt, also falls ihr das unbedingt sehen wollt, dann sehr, sehr gerne einfach mal durch die Playlist klicken. Und wir machen natürlich weiter. Let's go. Die Story ist richtig geil, meiner Meinung nach. Also die ist schon sehr gut gelungen. Ich weiß, wieso du hier bist, Neo. Ich weiß, wieso du kaum schläfst. Wieso du alleine wohnst und wieso du Nacht für Nacht vor deinem Computer sitzt. Er gefällt dir. Siehst ihm gerne zu. Wir werden ihn umbringen, kapiert? Morpheus glaubt, er ist der Auserwählte. Und du? Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Hast mich gerettet, Mann. Sie haben ein Problem mit Autorität, Mr. Anderson. Ich weiß nicht, ob du für das, was ich dir zeigen will, schon bereit bist. Aber leider bleibt uns beiden keine Zeit. Die Antwort ist irgendwo da draußen, Neo. Sie ist auf der Suche nach dir. Morpheus. Und sie wird dich finden, wenn du es willst. Es ist die Frage, die uns keine Ruhe lässt. Es ist die Frage, die dich hergeführt hat. Was ist die Matrix? Wir müssen das Search-Programm starten. Ich habe dich gesucht, Neo. Dass du in Gefahr bist. Was wollen die Typen von mir? Ich weiß nicht, aber wenn du es nicht herausfinden willst, schlage ich vor, du verschwindest. Wie? Ich kann dich führen, aber du musst genau tun, was ich dir sage. Du musst genau tun, was ich dir sage. Die Box gegenüber ist leer. Los, jetzt. Jetzt, alles klar. Andocken mit L2. Dicht an der Wand. Uiuiui, das wird ein Spaß. Wenn ich jetzt sage, gehst du bis ans Ende des Gangs und wartest dort auf meine Anweisungen und halt deinen Kopf unten. Los, jetzt. Scheiß Agenten. Dem Officer, nach rechts. Warte, versteck dich hinter dem Aktenschrank.
Krass. Was jetzt? Geh in die leere Box gegenüber, Neo. Oh, shit. Warte dort. Heiliger Bimbam. Die suchen uns, liebe Freunde. Aber übel. Folge dem Officer durch den Gang. Moment, drück dich gegen die Wand. Schau um die Ecke. Geh los, wenn alles frei ist. Jetzt. Ah, shit. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Oh, das war echt knapp an. Hinterher, komm. Jetzt entlang der Wand links. Ach du Schande, ey. Jetzt langsam auf die Ecke zu. Nein, dieser Anderson ist entweder schlau oder besonders dämlich. Vielleicht hat er sich irgendwo eingeschlossen. Ja, wenn die Agenten ihn kriegen, wird's verdammt ungemütlich für ihn. Allerdings, ich kontrolliere mal diese Gänge. Bleib du hier. Es nähert sich jemand von der anderen Seite des Gangs. Geh um die Ecke und bleib ganz nah am Schreibtisch. Hinter ihrem Schreibtisch ist ein offener Aktenschrank. Versteck dich da. Okay. Oh mein Gott, ey. Haben Sie Mr. Anderson gesehen? Anderson? Nein. Aber ich werde Sie informieren, wenn ich ihn sehe. Der Agent. Am Ende des nächsten Gangs ist ein Büro. Von dort kommst du nach draußen. Beeil dich. Los, jetzt. Okay. Das ist doch verrückt. Los! Ich laufe jetzt einfach mal. Junge, da sind überall Polizisten, Mann. Wie soll ich da durch? Ach, guck mal, hier ist ein Nvidia-Symbol. Krass. Grüße gehen raus an die ganzen Nvidia-Partner. Geil. Boah, Junge, das Game ist geil, wirklich. Was muss ich machen? Mittag. L2 wieder andocken. Okay, mach ich. Mit wem darf ich Sie verbinden? Einen Moment bitte. Agent Brown auf Leitung 2. Blöde Agenten. Kümmern Sie sich um meine Anrufe. Bin gleich zurück. Zum Zuschlagen, zum Angreifen drückst du Dreieck. Getroffene Gegner können vorübergehend geschockt sein. Okay. Los, jetzt. Ist egal, ob du jetzt vielleicht entdeckt wirst, du musst im Büro durchbrechen. Alles klar, mach ich. Er ist hier drüben. Da ist Anderson. Nein, 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 nein. Shit, lass mich in Ruhe, du Esel. Schnell durch. Wow. Da draußen steht ein Gerüst. Geh zu dem Fenster links von dir. Über das Gerüst kommst du aufs Dach. Wow, das wird ein Spaß. Ein ganz großer Spaß, würde ich sagen, hier an der Stelle. Eieiei. Am Checkpoint gespeichert. Alles klar. Update Missionsziel. Ich guck mal ganz kurz. Boah, krass, wie das aussieht hier. Okay, gut zu wissen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Das Gebäude, wo sich Neo befindet, einfach zu krass, wirklich. Also im Moment ist es echt zu krass. Zu heftig. Okay, Hindernisse und so. Aha. Nicht, dass wir runterfallen. General
Was für ein Spiel, das es damals auf PS2 gegeben hat. Hammer, will ich... Das Holz in den 9. Stock, wenn du fertig bist. Will ich gar nicht glauben. Kann ich hier runter? Ich glaube, wir müssen es hier runterfallen lassen. Oder? Blöd, steckt schon wieder fest. So, ich glaube, hier können wir lang. Doch nicht. Dann wahrscheinlich links. Nee, stopp, rechts. Hoch. Okay, los. Mega geil gemacht, wirklich. Also irgendwie witzig teilweise, weil das ja irgendwie, also im Film war das ja nicht so irgendwie. Der wurde ja irgendwie gepackt eigentlich. Der wurde eigentlich gepackt. Im Film jetzt, ne? Und das Game soll ja eigentlich zum Film sein, würde ich behaupten. Oh. Hey, stehen bleiben! Nein, ich bleib nicht stehen. Ich laufe jetzt einfach weiter. Ich glaube, hier müssen wir sogar hoch, oder? Drücke L2. Oha, es geht noch weiter hoch. Er ist im Aufzug. Steuerung deaktivieren. Sofort. Was? Aha. Okay, dann müssen wir hier runter. Nein. Oh shit. Ein dummer Polizist. Scheiße, der Agent ist unten. Wir sollten uns beeilen. Sonst kassieren wir gleich richtig übel. Oh nein. Weg mit dir. Schnell nach oben. Wenn das klappt, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das gerade richtig ist. Ich geh einfach mal hier die Leiter hoch, ne? So, und jetzt? Konzentration. Ich kann es. Aufs Dach. Ah. Boah, krass, dass ich es geschafft habe zu springen. Was mit dem Gauner? Was macht der? Ist das ein Bulle oder so? Ich glaube, das ist ein Bulle, oder? Ich glaube, das ist ein Bulle. Sieht aus wie einer. Wow. Fällt da einfach runter. Gott. Hey, du da oben, nicht bewegen! Nein, aber ich würde gern drauf. Darf ich? Was zum Teufel war da los? War das ein Cop? Und wer bist du? Hey, wo willst du? Wie komme ich aufs Dach? Junge, wie geil. Ich muss unbedingt aufs Dach. Ja, okay. Alles klar, Kumpel? Die können sich, Agenten können sich doch in... Nein, das ist ein Agent, oder? Ist das ein Agent? Nein, ein Bulle. Oh shit! Oh shit! Gib auf, Anderson! Boah, Junge. Was für ein Horst, wie der aussieht, ehrlich. Einfach lost. Also sorry, wenn ich ehrlich sein soll, Ich hab keine Ahnung. Leute, ich... Keine Bewegung! Schießt der auf mich? Kacke, hier ist ein Agent, ne? Ich laufe jetzt Richtung Agent, aber egal. Ich laufe jetzt einfach mal Richtung Agent. Was wirst du bereuen, Anderson? Warte mal, Leute. Hey, was ist denn hier los? Scheiße, Mann. Ich will hier runter. Kann ich mich hier runter... Ich will doch nicht vor einem Agent. Ich gehe doch nicht vor einem Agent. Ich bin doch nicht hohl. Leute, warum soll ich vor dem Agent lang? Wartet mal, Leute, ich habe eine ganz andere Idee. Hä, warum soll ich vor dem Agent runter? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Der packt uns doch, das wollen wir doch gar nicht. Ach nein. Shit. Spring, Kumpel, spring! War es richtig? Was ist das denn? Der war genau vor unserer Nase. Der war genau vor unserer Nase. Ich glaube, hier müssen wir runter. Oh, Beeilung. Boah, krass. Von hier sind wir gekommen. Von unten. Heftig. Los, los, los! Kommen die hoch?
Wer ist denn da drinne? Ach du Schande, Puss ist Bullen. Weg hier. Es muss einfach klappen. Oh mein Gott, das sind Bullen. Shit, das sind Bullen. Du auch weg. Junge. Nein, 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 nein. Du auch weg, du auch weg. Weg hier. Das sind Bullen. Los, Leute, Bewegung! Okay, ich habe das doofe Gefühl, wir müssen, glaube ich, fliehen oder so. Kann das sein? Etwas anderes kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Heiliger Strohsack. Boah, krass. Und ich habe das doofe Gefühl, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich uns bewegen, hier, Freunde. Und das erfahren wir alles in der nächsten Folge von Let's Play. Matrix, The Path of Neo, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank und bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Fearless.